Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas. Ja, beim letzten Mal haben wir ja ordentlich abgeräumt im Wettbüro, was man auch an unserem Kontostand sieht, denn das ist der maximale Kontostand, den man in diesem Spiel haben kann. Mehr Geld kann man nicht haben. Und ja, weil die letzten Folgen jetzt relativ wenig mit dem Verlauf der Story zu tun hatten, denke ich mal, ist es mal wieder Zeit, hier eine Mission bei der Werkstatt zu machen. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Auf geht's, Leute. Deconstruction. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Verjage die Baufirma. Okay. Zerstöre alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter. Mit Baufahrzeugen kannst du die Baucontainer besser zerstören. Okay, alle Baucontainer zerstören. Dafür wirst du einen Bulldozer brauchen, um sie alle niederzumähen und zu walzen und zu was auch immer zu machen und tun und dies und das und Ananas. Okay, hallo Jungs. Ich muss hier leider mal ein bisschen aufmischen, denn wenn ihr solche Sachen zu Candle sagt, dann ist doch klar, dass CJ hier auch irgendwie Taten folgen lässt. Okay, ich glaube, wenn wir den stehlen, dann geht der ziemlich aggro auf uns drauf, oder? Aber egal. Nimm uns mal die Bulldozer. Hallo? Zerstöre alle Baucontainer, bevor die Cops hier sind. Erstmal walze ich die um. Ich mag nämlich das nicht, wenn die Leute so auf mich... Was? Die halten mehr als einmal über Rollen aus? Das sind echte Bauarbeiter. Das sind harte Kerle. Das sind wilde Kerle. Na egal. So. Kabumm. Oh, shit. Das ist nicht gut. Es sind noch 5 Baucontainer zu zerstören. Jungs, könnt ihr jetzt bitte mal ruhig bleiben? Das war nicht gut. Ich bin mitten in diese was auch immer das für eine Kiste ist, aber TNT oder was auch immer. Also ich bin in diese explosiven Fässer gefahren. Das darf ich natürlich nicht machen. Sonst, haben wir hier irgendwann ein Problem. Weil ich glaube nicht, dass er so viel aushält wie ein Panzer. Es ist zwar ein Bulldozer, aber irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht, ne? Okay, der nächste Baucontainer. Bam! Hä? Der kommt da... Ramm weiter! Ramm weiter! Ramm... Da kommt die Konkurrenz! Jetzt ist das hier ein verdammter Kampf geworden! Ah, du willst es mit mir aufnehmen? Ich habe keine Zeit für sowas. Ich würde jetzt gerne mit dir spielen, aber ich muss hier leider die Baucontainer vernichten. Wieso haben Bauarbeiter Waffen? Es sind noch 2 Baucontainer. Okay, da ist der nächste. Sag mal, was ist denn das hier für eine Rudelbildung? Warum ist die Feuerwehr hier? Ist doch klar, dass die Feuerwehr vor den Cops hier ist, ne? Obwohl die Cops da irgendwie Bescheid wissen, vorher Bescheid gekriegt haben. Weil die haben ja zuerst den Bulldozer gestohlen und da hat es noch nicht gebrannt. Das heißt, die Polizei wurde vorher informiert und die Feuerwehr erst danach und die Feuerwehr ist vorher hier. Das gibt mir zu denken. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Schieb die mobile Toilette in die Grube. Dann schütte sie mit Zement zu. Oh Mann, die ist so böse, die Mission. Begrabe den Vorarbeiter und seine Toilette. Die arme Toilette. Die dürfen wir doch nicht einfach vergraben. So, den schütten wir jetzt. Ist er hier drin, ne? Ja, ne? Oder? Ist der da überhaupt? Sag mal, jetzt ist aber Schluss mit dem Container. Ach, das ist gar nicht das... Egal, ich schieb das da trotzdem rein. Doppelt hält besser. So, du gehst jetzt da in die Grube. Ha! Ha! Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Ha! Tja, kannst mal sehen. Ey, jetzt ist aber mal Schluss hier mit dir. Oh Gott, no! Oh shit, das ist voll zu, das Loch da. Ey, es wird immer... So. Steig in ein Zementlaster. Okay. Aua, aua, aua. Hey, ich bin reich. Hört auf, mich anzuballern. Wie das da aussieht in der Grube. Das ist so geil. So, rein in den Zementmischer.
Oh Mann, ey. So, ey. So. Parke rückwärts vor dem Loch ein. Okay. So, dann wollen wir das Ganze mal zuschütten hier. Wo ist der Bulldozer hin? Mission erfüllt. Alter, das ist so böse, Mann. CJ, hast du kein Gewissen? Junge, Mann. Das ist so krank einfach. Das ist so psycho einfach. Nur weil die was gegen Kernel gesagt haben. Die haben sie ja nicht misshandelt oder so. Die haben einfach nur gesagt, dass sie wie eine Nutte aussieht. Und er vergräbt den Vorarbeiter hier lebendig. Egal, gehen wir mal ran. Yeah, what? Yo, man. It's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, well, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Ich hab das Gefühl, die zweifeln an unseren Fähigkeiten, an unseren Fahrkünsten. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie ist es so. So, da ist die School. Ja, aber für die Schule würde ich ganz gerne einen, also, das würde ich gerne am Anfang eines Parts machen. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lange das dauern wird. Denn mein Ziel wird es dort sein, überall die Goldmedaille zu bekommen. Weil da gibt es ja immer Goldmedaillen, also Medaillen, Bronze, Silber, Gold. Und ich will halt überall Gold bekommen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und deswegen würde ich das gerne am Anfang eines Parts machen. Deswegen fahren wir jetzt nochmal zu Zero. Und denkst du, du kannst mit einem Bulldozer mithalten? Kann er. Hey, das gibt's doch nicht. Es ist nicht, niemand, nix ist stärker als ein Bulldozer. Das kann gar nicht sein. Also machen wir das vielleicht in der nächsten Folge. Aber ich will nichts ankündigen. Am Ende mache ich was anderes. Und dann fragt man sich, warum ich nicht das mache, was ich angekündigt habe. Deswegen lasse ich mal lieber. Kann sein, dass wir es beim nächsten Mal machen. Muss aber nicht sein. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal eine Zero-Mission. Er hatte uns ja vor kurzem angerufen, dass wohl sein Vermieter den Laden verkaufen möchte oder so. Oder irgendwas war da doch, oder? Ja. Steht da einer? Ich hab Bock auf einen Hotdog. Nö. Und das ist Ronald McDonald. Wenn er das sein soll. Vielleicht ist es auch ein anderer Clown. Ich kenne mich da nicht aus. So, Zero RC, da ist der Laden. Und den müssen wir uns jetzt erstmal kaufen. Dann müssen wir nämlich der neue Besitzer werden dieses Ladens. Und da er ein Mitarbeiter von uns ist, geht das schon in Ordnung. Außerdem finde ich diese RC-Fahrzeuge ziemlich cool. 30.000, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das leisten können, aber ich mach's einfach mal. Oh yeah. Dann gucken wir uns doch unseren schönen Spielzeugladen mal an. Zero's Modellbaushop. Watch where you're going. Aha, das sieht ja interessant hier aus. Hey, hey, ich bin der neue Besitzer hier. Hey, hey, hey. Was hängt hier denn alles? Turismo, Jester. Panzer, NRG 500, Hydra. Was haben wir hier noch? Wieder das gleiche. Was gibt's noch? Gibt's hier irgendwelche Easter Eggs oder so? Vielleicht. Einen super modernen PC habt ihr hier. Wow. Hier kann man sich drin verstecken. Oh yeah. Toller Fernseher. Mann, ist das schön hier. Das sind die 30.000 auf jeden Fall wert gewesen. Können wir jetzt nicht noch Mission bei ihm machen? Oh, wir kriegen einen Anruf. Dann gehen wir doch mal ran. Hallo? Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission. Deep into
territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Okay, ich gebe dir 5 Sekunden, um aufzuräumen. 1, 2, 3, 4, 5. Air Raid. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure. And the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now you want to pop you? No. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. Benutze die Minigun, um die feindliche Bedrohung auszuschalten oder was auch immer da stand. Okay. Mein Gott, die Mission war so schwer damals auf der PlayStation 2. Das mit dem Controller zu machen, das war echt ein Krampf. Aber hier auf PC sollte das eigentlich klar gehen. Und habt ihr die kleinen Anspielungen gesehen auf Manhunt im Regal und Vice City Figuren und sowas? Das war schon echt cool. Das ist immer wieder schön, wenn Rockstar so eine kleine Anspielung macht auf frühere Teile oder andere Spiele, die sie auch rausgebracht haben. Boah, da kommt die ganze Armee hier. Jetzt dreht er aber am Rad. Kaboom. Oh, wie geil mit der Minigun hier. Richtig zu eskalieren. Ne, hier geht das voll klar. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wir müssen jetzt noch 2 Minuten durchhalten. Und der hat ganz viele Flieger. Also der hat ordentlich investiert hier, um den Angriff zu starten. Und wir müssen ihn abwehren. Wäre das jetzt eine PlayStation 2 Version, würde ich mir Sorgen machen. Aber nicht auf PC. Weil hier können wir mit der Maus aimen. Bam. Wen zuerst den? Bam, da kommt jetzt von da einer. Kaboom. Da kommt die ganze Army. Ich muss den zuerst, sonst werft er gleich die Bombe ab. So, dann ihn. Bam. Boff, boff. Oh, da wird's knapp. Oh. 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 Oh Gott. Ja, den. Oh, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ist eigentlich echt nicht schwer, aber man muss natürlich trotzdem die rechtzeitig treffen. Und auch immer abwägen, wen baller ich jetzt zuerst ab. Hä? Ist der. Hab ich den getroffen? Wen baller ich zuerst ab? Immer die am nächsten dran sind natürlich. Zack! Da hinten kommen noch mehr. Die ganze Army kriegt die von hier. Mein Gott, die Minigun ist so OP. Die ist so overpowered einfach. 55 Sekunden noch und das Signal ist noch komplett voll. Wurde nicht einmal beschädigt. Aber die haben doch einmal eine Bombe abgeworfen, oder? Oder konnte ich die noch stoppen vorher? Hm. Werden wir ja sehen. Oh, aber das ist ja kein Problem hier. Zack. Dich auch noch hier. Zack. Oh, die. Er gibt nicht auf, aber. Der rennt die Zeit davon.
Finde ich auch gut, dass das hier nach Zeit geht und nicht nach Modellflugzeugen, die er für uns bereit hat oder so. Ist ja nicht so, dass es darauf ankommt und nicht auf irgendwie ein Zeitlimit oder so. Und wegen hat gesagt, ja, ich greife dich jetzt mal für 3 Minuten an. Versuch mal, mit mir standzuhalten. Ist klar. Oh. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Damage gekriegt, aber es macht ja nichts. Boom, das war's. Berkeley, as long as we have opposable thumbs, we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three... No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Ja, Mission erfüllt, $3000. Okay. Erstmal schnappe ich mir die Karre jetzt hier. Den Stallion. Und dann möchte ich gerne noch ein bisschen shoppen gehen. Und zwar diese beiden Immobilien kaufen. Weil ich habe jetzt nicht mehr vor, noch irgendeine Mission zu machen in dem Part. Denn, naja, ich möchte in der nächsten Folge dann doch die Fahrschule beginnen, kann ich jetzt mal sagen. Ja, habe ich Lust zu? Habe ich Lust zu, Gold überall zu schaffen? Das ist ja wie bei Olympia. Es zählt nur die Goldmedaille. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das so hinbekomme alles. Also, ja, ich werde es auf jeden Fall so lange probieren, bis wir es irgendwie auf alles auf Gold haben. Ich hoffe mal, ich komme da einigermaßen gut durch. Und hier ist die Immobilie. Ja, ist so schick hier mit einer riesigen Garage. Wie viel? Ach, kein Problem. Da wird direkt die Garage geöffnet. Hier passt echt eine Menge rein. Ja, das ist schön. Das ist toll. Das finde ich toll, Leute. Bings Bongs. Bings Bongs. Warum kann man den Laden nicht kaufen? Für den Namen cool. Das wäre mir 100.000 wert. So, und da ist der nächste. Da haben wir wieder 2 Immobilien. Wir müssen einfach die ganze Zeit jetzt Immobilien kaufen. Wir müssen ja nicht mehr auf das Geld gucken, so. Ist natürlich irgendwie trotzdem ein bisschen nervig, dass wir jetzt nicht mehr den höchsten Kontostand haben, aber das wird die ganze Zeit so bleiben. Also wir werden immer ein bisschen darunter sein, weil wenn wir, entweder wir haben den höchsten Stand oder wir haben ihn nicht. Also wir dürfen ja dann überhaupt nichts ausgeben, um ihn zu behalten. Und können ja auch nichts mehr dazu verdienen. Also ist ja klar, dass man da irgendwie nicht drauf bleiben kann. 50.000, was ist hier denn los? Hotelsuite erworben. Jetzt gehört uns eine ganze Hotelsuite. Wie geil ist das denn? Das möchte ich mir doch mal angucken. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an hier. Also so nur eine Suite, nicht das ganze Hotel. Och man, schade. Ich dachte, jetzt schlägt unsere große Stunde, aber nein, wir haben nur eine popelige Suite erworben. Nicht das ganze Hotel. Na gut, 50.000 wäre auch ein bisschen... Ja, das wäre geschenkt gewesen. Und hier wird einem ja nichts geschenkt. Okay, dann würde ich sagen, speichere ich hier und würde mal sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Peng!